Diesen Trick habe ich zum Beispiel von einem Freund gelernt, der Koch ist. Er kauft das günstigste Fleisch, friert es ein und schneidet es dann in hauchdünne Stückchen mit einem Fleischschneider. Dann wird das Fleisch 24 Stunden in zuckerreicher Hoisin-Soße mit einem günstigen Öl mariniert, mit Glutamat bestreut. Bei Bestellung wird das Fleisch in der Mikrowelle aufgetaut, dann in der Pfanne mit übertrieben viel Öl knusprig angebraten, dann erneut mit Hoisin-Soße übergossen. Das Ergebnis ist ein mit Zucker und Glutamat eingezogenes Fleisch, welches nun knusprig schmeckt und saftig im Ergebnis. Das wird dann auf mit viel Öl auf beiden Seiten angebratenen Hamburgerwäckchen draufgelegt, zwei Stückchen eingelegte Gurken, Pommes dazu. Und am Anfang merkt man gar nicht, was das eigentlich für ein Fusch ist. Der Zucker, das Glutamat und das Gemüsegranulat haben nun das Fleisch dermaßen verfälscht, dass man nicht mehr merkt, welches günstiges und schlechtes Fleisch ursprünglich genutzt wurde.